Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Extreme Challenge hier bei Rayman Legends. Und ja, es geht ins Land der wandelnden Seelen und ich habe die Folge, die Aufnahme habe ich heute eigentlich recht früh gemacht und habe jetzt doch einige Zeit gebraucht, um das Ganze jetzt hier nochmal zum Besprechen. Aber ich wollte es euch natürlich trotzdem nicht irgendwie vorenthalten. Ihr seht, es ist der erste Versuch. Und es ist eigentlich heute nicht schwierig, die Goldgrenze zum Knacken. Es ist wieder dieser typische Bereich, den wir schon öfters kennen. Die Elemente, die wir heute drin haben, sind eigentlich sehr, sehr einfach gehalten für eine 5er-Challenge. Also ich kann es heute wirklich empfehlen, euch das Ganze noch zu machen, wenn ihr es noch nicht habt. Und ja, wir haben auch einen schönen Platz halt eben entsprechend gemacht. So, gehen wir mal hier entsprechend durch. Hier einen Sprung schön drüber. Element hier kennen wir auch, das hier ist wieder das Runterfallen und haben dann eigentlich auch schon die ersten 300 Meter hinter uns, bekommen hier auch schon mal die Pause entsprechend zugestellt. Jetzt hier nochmal kleiner Sprung, großer Sprung, nochmal ein großer Sprung, hier wieder kleiner Sprung, großer Sprung, hier einmal über die Fallschirmspringer drüber, dann hier aufs nächste Element. Den hier runter, der gute Kasper 8, den hat es hier irgendwie erwischt. Jetzt hier einmal nochmal das andere Element, auch mit diesem drüberspringen. Hier die Ringe, wir beschleunigen nochmal, damit wir hier schnell durchkommen. Sind dann schon bei der 600 Meter Pause. Und jetzt hier noch einmal drüber. Ja, auch wieder großer Sprung auf den Bumper drüber. Großer Sprung, kleiner Sprung. Hier wieder schnell reagieren, damit wir das Ganze runter schaffen. Das ist eigentlich immer so die Silbergrenze normalerweise. Und das hier ist jetzt eigentlich auch schon, war das jetzt schon die Goldgrenze? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich habe vorher nicht ganz auf die Zahl geguckt, aber ich glaube, sie war's. Und ja, ist natürlich echt eklig, dieses Element. Und wenn wir da im falschen Moment halt eben ranschlagen. Und ihr seht, hier bin ich außerordentlich auf die Pose-Taste gekommen. Und das kostet mich hier einfach, ja, in diesem ersten Versuch halt eben. Einen schönen Versuch. Ist blöd, deswegen mache ich das Ganze jetzt einfach nochmal. Ihr könnt es euch gerne nochmal mit anschauen oder jetzt entsprechend nach vorne spulen. Ich lasse es jetzt einfach mal laufen. Es geht ja eh nur 2 Minuten. So ein Versuch halt eben heute bei der Daily Challenge. So, hier drüber. Hier kriege ich nicht alle Looms im violetten Modus, aber wir machen es trotzdem. Einmal weiter. Hier einen schönen Sprung drüber. Hier bin ich auch ein bisschen zu hoch. Ja, das ist, wenn man dann das zweite Mal macht, dann ist man nicht mehr so aufmerksam wie beim ersten Mal, wenn man dann vor allem schon weiß, ja, bis Gold passiert eigentlich eh nichts Großartiges, dann spielt man auch das Ganze halt eben ein bisschen unkonzentrierter. So, hier nochmal einmal drüber, kleiner Sprung, großer Sprung, hier ein großer Sprung mit Schlag dazwischen, klein, groß, jetzt hier wieder auf die Fallschirm, diesmal erwische ich sie sogar anders, finde ich sogar ein bisschen schöner, wenn man den ersten am Kopf trifft. So, hier die Silbergrenze. Müsste eigentlich gewesen sein. So, jetzt hier nochmal einmal weiter. Wieder der Sprung drauf. Und dann hier entsprechend weiter. 700 Meter haben wir. Ein großer Sprung weiter auf den Bumper. Hier, da hat schon der nächste verspult. Ein Sprung nach unten. 800 Meter, jetzt kommt hier wieder dieses hier mit dem Propeller. Weit springen, dann der Propeller, um das nächste auch noch zu kriegen. Hier hauen wir uns durch. Runter, rüber auf den nächsten. Wir nehmen den unteren, sind dann natürlich langsam, aber es reicht, um halt eben auf die nächste Plattform zu kommen. 950 Meter. Wir haben die Pause, jetzt geht es hier weiter auf die 1000. Dieses Mal müssen wir es jetzt schön erwischen. Jawohl, klappt auch. Einmal drüber. Wir schnappen uns den nächsten. Hier weiter, runter, runter, Schlag, weiter rüber. Den nehmen wir auch noch mit. Den auch noch und Mist, hätten wir eigentlich noch schaffen können. Ich sollte es eigentlich noch mal probieren, aber schauen wir mal, was wir für einen Platz haben. Sieht eigentlich nicht schlecht aus auf den ersten Blick. Und es ist Rang 5 von 99, also Top 5%, gut gerundet.
Und wenn wir jetzt drauf gucken, der nächste Platz 4 ist eigentlich dann erst wieder in 3200 Meter. Also da müssen wir schon noch ein bisschen üben. Deswegen lasse ich jetzt ein bisschen noch Pause dazwischen und schaue nachher nochmal rein, ob es dann das Ganze noch ein bisschen besser aussieht, beziehungsweise ob wir unseren Platz 5 noch ein bisschen ausbauen oder verteidigen können. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und ansonsten sehen wir uns morgen bei der nächsten Daily Challenge. Bitte gebt noch Vorschläge, welche Spiele wir um 16 Uhr ab sofort spielen sollen. Ciao!